Diese Stadt gehörte einst, wie so viele andere an Nordafrikas Küste, den Portugiesen. Sie waren den Moslems in oft zähen, verlustreichen Kämpfen abgerungen worden. Diese militärischen Abenteuer zwangen die portugiesische Krone dazu, auf anderen Gebieten zu sparen. So geriet die Erforschung Westafrikas, die Heinrich der Seefahrer so erfolgreich begonnen hatte, nach seinem Tod 1460 in Stocken. Um die Feldzüge in Marokko zu finanzieren, entschied sich der König deshalb, die staatlichen Handelsrechte in Afrika an einen reichen Kaufmann aus Lissabon zu verpachten. João de Barruche, ein Chronist des 16. Jahrhunderts, berichtet dazu. Der König war durch innere Angelegenheiten des Reiches sehr beschäftigt. So konnte er sich nicht selbst um die Entwicklung des Handels mit Afrika kümmern. Da er die Dinge aber nicht schleifen lassen wollte, gab er die Handelsrechte 1469 für 5 Jahre an Fernão Gomes. Im Vertrag verpflichtete sich der Kaufmann aus Lissabon, jedes Jahr 350 Meilen weiter nach Süden vorzudringen, um die Küste des schwarzen Kontinents zu erkunden. Ausgangspunkt war Sierra Leone, von wo die letzten Späher des Königs zurückgekehrt waren. Fernão Gomes machte sich sofort daran, die Bedingungen des Vertrages zu erfüllen. Er schickte die Edelleute João de Santarém und Peru de Escobar auf Entdeckungsreise. Schon 1471 entdeckten diese beiden Männer El Mina. Für den portugiesischen Hof war der Vertrag ein Glücksfall, denn für die Handelsrechte zahlte Fernão Gomes eine hohe jährliche Pacht. Auch als Organisator und Leiter der Expeditionen nach Afrika war er für den König ein Gewinn. Denn er stieß jedes Jahr weiter in den Süden Afrikas vor, als vertraglich vereinbart war. Schon auf seiner zweiten Reise erreichte die Expedition des Kaufmanns einen bedeutenden Ort. El Mina, zu Deutsch die Mine. Als die Portugiesen Anfang der 70er Jahre des 15. Jahrhunderts in El Mina ankamen, existierte schon eine kleine Siedlung. Hier lebten hauptsächlich Fischer und Bauern. Daneben gab es aber auch einige Händler, die weite Reisen ins Innere des schwarzen Kontinents, ins Königreich der Ashanti unternahmen, um mit den Menschen dort zu handeln. Gegen Salz von der Küste tauschten sie dort etwas ein, nachdem die Portugiesen in Afrika schon so lange gesucht hatten und das Fernão Gomes zu einem reichen Mann machte. Gold. Das Königreich der Ashanti, das im heutigen Ghana lag, so stellte sich bald heraus, kontrollierte eines der größten Goldvorkommen ganz Afrikas. Noch heute haben die Fundstätten eine wichtige Bedeutung für die Wirtschaft dieses Landes. Die Mine in Obuasi ist eine der 10 größten der Welt. Mehr als 30.000 Kilo Gold werden hier jährlich gefördert. Ghana ist heute sogar der 2. Goldproduzent. Die Minen sind das ökonomische Herz des Landes, ohne dass ein Wirtschaftswachstum auch auf anderen Sektoren gar nicht möglich wäre. Von hier fand das Edelmetall seinen Weg nach Europa und in die portugiesischen Handelsstädte an Marokkos Küste. Gold war der Hauptantrieb für Portugals Vorstoß in den Süden Afrikas. »1482 schickte der gerade gekrönte König, Johann II., eine Flotte von 12 Schiffen nach El Mina. Kommandant war Diogo de Azambuja, einer der fähigsten Offiziere des Herrschers. Mit Erlaubnis des hiesigen Häuptlings begann er, dort eine Festung zu bauen. Auch darüber berichtet João de Barruche.
Die Arbeit machte enorme Fortschritte. Schon nach 20 Tagen waren die Burgmauern hochgezogen und der Turm bis zur Höhe des ersten Stockwerkes errichtet. Weil der König den heiligen Georg so verehrte, wurde die Festung St. Georg getauft. Hier entstand dann später eine Stadt, die mit allen Privilegien ausgestattet war. Als das Werk getan war, schickte der Bauherr und Leiter dieser Expedition, Diogo de Assambuja, seine Schiffe über und über mit Gold beladen nach Portugal. Er selbst blieb auf Befehl des Königs mit 60 Männern in der Festung zurück. Viele verloren ihr Leben für König und Vaterland. An diesem heiligen Orte wird heute der Größe und Gnade Gottes gedacht. Nicht nur unsere Männer, auch viele Afrikaner, die sich taufen ließen, kommen hierher und preisen den Herrn. 2 Jahre und 7 Monate verbrachte Diogo de Assambuja hier. Durch die Gnade unseres Herrn überstand er das Fieber und andere schlimme Krankheiten. Mit sehr viel Klugheit konnte er Preise und Regeln für den Warenaustausch festlegen. Leitlinien, die bis heute weitgehend befolgt werden. St. Georg steht direkt an der Küste von Ghana. Diese 500-jährige Festung ist mehr als nur eines der ersten europäischen Gebäude im tropischen Afrika. Es wurde zum Symbol für das Schlimmste, was die angebliche Herrenrasse der Weißen den Afrikanern angetan hat. Ein furchtbares Verbrechen, das die Menschen bis heute tief bewegt. Sklaverei und Sklavenhandel. Hier wurden die Frauen eingesperrt. Auch dieser Innenhof gehört zum Frauentrakt. John Quar, der Leiter des Museums hier, schildert die Tragödien häufig jugendlichen Besuchern. Hier könnt ihr einige originale Eisenstangen sehen. Alle Fenster waren so vergittert. Die großen Öffnungen waren Türen. Es sind sogar einige Riegel erhalten, mit denen die Zellen verschlossen wurden. Es wurde ihnen höchstens ab und zu erlaubt, hierher in den Hof zu gehen. Solange man gefangen war, 1, 2 oder sogar 3 Monate, war das die Freiheit, die einem gelassen wurde. Diese Kugeln benutzten sie, um diejenigen Frauen zu bestrafen, die ungehorsam waren. Die Gefangenen wurden hierher gebracht, wenn die Sonne hochstand. Dann wurde jedes Bein an eine Kugel gefesselt. Elmina was the very first settlement of the European in this part of Africa. Elmina war die allererste Siedlung der Europäer in diesem Teil Afrikas. Handel und Transport wurden ausschließlich über diesen Hafen abgewickelt. So brachte man alle Sklaven, die im Hinterland gefangen wurden, in die Festung von Elmina. Hier verbrachten sie die Zeit bis zur Ankunft der Schiffe. Länger als 300 Jahre spielte Elmina diese unrühmliche Rolle. Hunderttausende von Menschen wurden hier durchgeschleust. Kein anderer Ort auf der ganzen Welt hat dem Sklavenhandel eine so große Bedeutung gehabt. Before the arrival of the Europeans, slavery was known here. Auch schon vor der Ankunft der Europäer war Sklaverei hier bekannt. Es gab zahlreiche Stammesfehden, bei denen viele Menschen verschwanden. Die Sieger machten Gefangene und verteilten sie auf die einzelnen Clans. Die Fremden wurden aber als Familienmitglieder behandelt, wurden integriert. Das unterscheidet sich grundlegend von der Art von Sklaverei, die die Menschen jenseits des Atlantiks in Amerika erwartete. Sie wurden dort nämlich als Eigentum der europäischen Siedler behandelt. Den Menschen, die über den Atlantik verschleppt wurden, raubte man nicht nur die Freiheit, sondern auch ihre Kultur. Doch selbst in Afrika prägt die Sklaverei das Denken und Handeln bis heute.
Ich stelle mir öfter vor, was wohl passiert wäre, wenn die Europäer Afrika nicht unterjocht hätten. Ob unsere Lage heute dann wohl auch so perspektivlos wäre? Afrika hat zu einem großen Teil seinen Stolz, seine Entschlossenheit verloren. Wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, uns frei zu entfalten, wären wir dann heute erfolgreicher? Ich kann die Frage einfach nicht beantworten. Auch nicht, ob wir überhaupt irgendeinen Nutzen durch die Berührung mit den Europäern gehabt haben. Bedenken kamen den portugiesischen Entdeckern damals nicht in den Sinn. Sie suchten verbissen den Seeweg nach Indien. Weil die Küste in Westafrika nicht mehr von Nord nach Süd, sondern nach Osten verlief, glaubten sie daran, auf dem besten Weg zu sein. Fernão Gomes, so scheint es, interessierte sich hauptsächlich dafür, mindestens die vertraglich vereinbarten 350 Meilen pro Jahr weiter an der Küste Afrikas vorzustoßen. Über die Orte südlich von Elmina haben seine Kapitäne nur wenige Aufzeichnungen hinterlassen. Vielleicht weil dichter Regenwald bis an die Küste reichte und es nur wenige geeignete Stellen zum Anlegen gab. Niemand weiß, ob es damals Versuche gegeben hat, das Innere des neuen fremden Landes zu erkunden. Es ist wieder nur João de Barros, der einige Generationen später über diese Zeit schreibt. Zu jener Zeit fand ein gewisser Fernão do Pão eine Insel im Golf von Guinea, die nach ihm benannt wurde. Der letzte Mann, den der alte König Alfons ins Unbekannte schickte, hieß Sequeira, der Ritter an seinem Hof war. Er entdeckte ein Kap, das wir heute Santa Catarina nennen. Die Inseln São Tomé, Annobon und Príncipe wurden ebenfalls auf einer Expedition von König Alfons entdeckt. Auch andere Inseln und heute berühmte Handelsplätze fand man in jener Zeit. Doch es sind weder die Jahreszahlen der Entdeckungen bekannt, noch weiß man, wer die mutigen Kapitäne überhaupt waren. Doch eines ist sicher: Auch während der Regentschaft dieses Königs wurden große Heldentaten vollbracht. Jahr für Jahr drangen die Portugiesen entlang der afrikanischen Küste immer weiter nach Süden vor. Doch wie weit die Karavellen damals segelten, blieb oft geheim, denn der König wollte nicht, dass andere das ernteten, was er gesät hatte. Durch die Geheimpolitik des Hofes wissen wir heute nur sehr wenig über diese Phase der Entdeckungsgeschichte. Zum Beispiel über die ersten Fahrten zu den Inseln im Golf von Guinea. Nur wenige Schiffe fahren heute in diesen Gewässern. Man trifft hier vor allem kleinere Fischerboote und ab und zu einen Frachter. Und da ist die Sete Pedras, die zwischen den Inseln São Tomé und Príncipe verkehrt. Eine Strecke von 135 Kilometern. Die Inseln sind seit fast einem Vierteljahrhundert unabhängig und bilden zusammen den Staat São Tomé und Príncipe. Als die Portugiesen hier 1975 ihre Flagge einholten, brach auch die ganze Infrastruktur zusammen. Heute fehlen auf den Plantagen die Facharbeiter, in den Schulen die Lehrer und in der Hauptstadt von São Tomé gibt es nur noch einen Arzt. Wohlstand für alle, hieß die Propagandaformel nach der Unabhängigkeit. Doch die sozialistischen Experimente scheiterten. Heute setzen die etwa 100.000 Menschen hier auf die Marktwirtschaft. Doch genauso wichtig wie eine funktionierende Wirtschaft ist die Rückbesinnung auf afrikanische Werte und Traditionen. Denn um eine gemeinsame Zukunft entwickeln zu können, muss ein Volk auch seine eigene Geschichte kennen. Für die Schriftstellerin Alda Espiritu Santo sind die alten Chroniken eine wichtige Quelle der Inspiration. Aus einigen Aufzeichnungen geht hervor, dass die Portugiesen etwa 1470 auf diesen Inseln ankamen. Sie stellten fest, dass sie unbewohnt waren.
1490 schickte der König von Portugal, Johann II., Alvara Caminha mit etwa 1000 jüdischen Kindern hierher, die man ihren Eltern weggenommen hatte. Man wollte sie zu Christen erziehen. Auch später brachte man Juden hierher und Schwarze vom afrikanischen Festland. So entwickelte sich auf Saint-Thomé und Príncipe eine multikulturelle Gesellschaft. Die größte Bevölkerungsgruppe stellen heute Nachkommen verschiedener Bantu-Stämme, die man als Sklaven vom Festland hierher verschleppt hatte. Saint-Thomé liegt so weit ab von Europa, dass sich hier eine besonders brutale Form der Sklaverei entwickeln konnte. Und diese Ausbeutung der Menschen machte den arbeitsintensiven Anbau von Zuckerrohr erst möglich. Anders als auf Madeira und den Kapverden gedieh der Zuckerrohr hier auf dem vulkanischen Boden prächtig. Die steigende Nachfrage aus Europa nach den süßen Kristallen löste damals einen Boom auf den Inseln aus. Und so wurde die Arbeit immer härter, der Druck auf die Sklaven brutaler. Es kam zu einem Aufstand. In der Region von Ubata rebellierten die Sklaven auf den Plantagen gegen die harten Arbeitsbedingungen und brannten sogar einige Zuckermühlen nieder. Das war 1517. Kurze Zeit später, etwa 1550, kam es zu einer weiteren Sklavenrevolte, angeführt von einem gewissen Amador. Die Aufrührer konnten sogar einen Teil der Insel in ihre Gewalt bringen. Einige der Plantagenbesitzer verließen darauf das Land und gingen in die neue portugiesische Kolonie Brasilien. Ihre Erfahrungen im Anbau von Zuckerrohr nahmen sie nach Amerika mit. Vor allem eines wussten die Zuckerbarone: Ohne billige Arbeitskraft, also Sklaven, funktioniert nichts. Und so wurden in den folgenden Jahrhunderten Millionen Schwarzer in die neue Welt verschleppt. Eine Tragödie, die hier auf Saint-Thomé und Príncipe wie überall in Afrika Spuren hinterlassen hat. Es bleibt ein schales Gefühl zurück, wenn man diese Inseln verlässt. Trägt nicht Europa eine Verantwortung dafür, dass es diesen Menschen eines Tages einmal besser geht? Alles steckt in den Anfängen. Heute gibt es, wie früher, nur eine Fährverbindung zum afrikanischen Festland. Die rostige Pagoe hat schon bessere Tage gesehen. Aber verglichen mit den kleinen nigerianischen Frachtschiffen, die Saint-Thomé anlaufen, ist sie ausgesprochen luxuriös. Die Pagoe erscheint dem europäischen Besucher unwillkürlich als Sinnbild für dieses Land. Klein und ramponiert strebt sie unermüdlich vorwärts. Als das Schiff aus dem Windschatten der Insel kommt, beginnt es zu rollen und stampfen. Doch der Kapitän hält unbeirrt seinen Kurs. Er kennt dieses Gewässer. Die Männer, die sich vor über 500 Jahren hierher wagten, hatten dagegen nicht die geringste Ahnung, was sie erwartete. 1482 schickte Johann II. Abermals eine Expedition auf den Weg. Sie hatte den Befehl, endlich den so lange gesuchten Seeweg nach Indien zu finden. Der Mann, der dieses Kunststück fertigbringen sollte, hieß Yogo Kaum. Doch auch über diese wichtige Reise gibt es keine Originalaufzeichnungen. Wieder ist es nur der Chronist Jean de Baroche, der Generationen später einige Angaben macht. Diogo Caon ging nach Elmina, um seine Reise vorzubereiten. Dann brach er mutig auf. Er passierte das Kap Lopu Gonçalves und Santa Catarina. Dann erreichte er einen großen Strom. Als Zeichen, dass er die ganze Küste nördlich des Flusses für König und Vaterland in Besitz genommen hatte, stellte er an seinem südlichen Ufer einen Wappenpfeiler auf. Nach einem gleichnamigen Königreich, das Diogo Cão hier entdeckte,
wurde der Fluss später Kongo genannt. Die Pagoue kommt regelmäßig an dem Ort vorbei, wo Diogo Cão an Land gegangen ist. Nur wenige Kilometer davon entfernt sind Kap Lopo Gonçalves und Kap Santa Catarina. Sie behielten ihren alten portugiesischen Namen bis heute, genauso wie Gabun. Der Nebel, der die Küste umhüllt, erinnerte die ersten Seefahrer nämlich an einen Mantel, Gabão auf Portugiesisch. Der Name des östlichen Nachbarlandes geht ebenfalls auf portugiesische Wurzeln zurück, Kamerun. Es erhielt seinen Namen von den vielen Garnelen vor seiner Küste, den Camarões. Auch die Mündung des Kongo-Flusses, wo Diogo Cão und seine Männer an Land gegangen waren, hat die Pagoue bereits passiert. Von hier aus nimmt das Schiff direkten Kurs auf Luanda, die Hauptstadt der einst größten portugiesischen Kolonie in Afrika, Angola. Trotz des Bürgerkrieges, der dieses schwarzafrikanische Land während der letzten 20 Jahre heimsucht, wirkt Luanda wohl geordnet. Es geht eher ruhig, also europäisch zu. In kaum einer anderen Stadt Schwarzafrikas stehen so viele alte europäische Gebäude wie hier. Manche der Kirchen wurden bereits im 16. und 17. Jahrhundert gebaut. Stumme Zeugen der Geschichte. Virgilio Coelho ist Historiker und Anthropologe. Falamos com o historiador do vilage, da aldeia. Esse historiador é muito importante que compreendam. Wir haben mit dem Geschichtenerzähler dieses Dorfes gesprochen. Er ist eine lebende Bibliothek, der Bewahrer allen Wissens. Er erzählte uns, dass der erste König hier Ngola Kilwange hieß. Er kam als Eroberer, nahm weite Gebiete in Besitz und gründete damit ein Reich, das sehr lange bestehen sollte. Diese Geschichte nimmt auf ein Ereignis Bezug, das sehr lange zurückliegt. Das passierte etwa 200 oder 300 Jahre vor der Ankunft der Portugiesen. Das erste tragfähige Bündnis zwischen Portugal und einem afrikanischen Volk war schnell geschlossen. Schon bald wurden Priester, Handwerker und Lehrer in den Kongo geschickt, um den Menschen dort westliche Traditionen zu vermitteln. Traditionen, die Wohlstand versprachen. Doch wenig später kam es zu einer Entwicklung, die den fruchtbaren Austausch zwischen beiden Kulturen auf ewig beenden sollte. Die Portugiesen erkannten nämlich, dass gerade diese stolzen und kräftigen Menschen der Bantu, Kongolesen und Angolaner auf den Sklavenmärkten in Brasilien den höchsten Preis erzielten. Und so durchkämmten immer größere Expeditionen das Land, um die steigende Nachfrage nach dieser Ware zu decken. Angolas Schicksal ist stellvertretend für ganz Afrika. Nach Jahrhunderten der Ausbeutung und der Knechtschaft war das Land nach Erlangung seiner Unabhängigkeit empfänglich für sozialistische Ideen. Und so ist es kein Wunder, dass es sich politisch auf die Seite der Sowjetunion schlug. Auch heute noch hat das Land unter dem Bürgerkrieg zu leiden, der hier fast ein Vierteljahrhundert lang tobt. Doch ein Land wie Angola, das so reich mit Naturschätzen gesegnet ist, könnte eine großartige Zukunft vor sich haben. Weiter im Süden gibt es Länder, denen es besser geht, obwohl sie nicht von der Natur begünstigt sind. Schon wenige Kilometer südlich von Luanda beginnen menschenleere Weiten. Hier hat sich die Küste seit den Zeiten Diogo Caos vor 500 Jahren nicht verändert. Er segelte von Angola immer weiter nach Süden. Die üppigen Regenwälder wurden immer lichter, gingen in Steppen über und verwandelten sich schließlich in Wüsten. Die Landschaft war beeindruckend. Aber soweit Diogo Cão auch segelte, es gab keinen Hinweis auf eine Passage nach Osten. Scheinbar endlos verlief die Küstenlinie in Südrichtung. Da es in der kargen Region keine Möglichkeit gab, die Vorräte aufzufüllen, wurde die Moral an Bord immer schlechter. So kam Diogo Cão nur bis zum Kap Santa Maria,
etwa 100 Meilen südlich der heutigen angolanischen Stadt Benguela. Dort setzte er einen letzten Wappenpfeiler und gab resigniert den Befehl, Kurs auf Lissabon zu nehmen. Schon 2 Jahre später war Diogo Cão wieder zurück. Auf Befehl Johannes II. Sollte er den Freundschaftsvertrag mit dem Königreich von Kongo erneuern und dann so weit wie möglich nach Süden vorstoßen. Im Kongo wurde das Schiff noch einmal bis unter die Luken mit Proviant und Trinkwasser gefüllt, dann ging die gefährliche Reise entlang der Wüsten los. Sie passierten das Kap Santa Maria mit dem letzten Wappenpfeiler und entdeckten, dass die Küste jetzt nach Südosten verlief. War nun die Südspitze Afrikas bald erreicht? Hinter dem Strand erstreckte sich die Wüste bis zum Horizont und überall lagen Knochen von Seelöwen, die hier ihre Jungen aufzogen. So taufte Diogo Cão diese Region Skelettküste. An einem Kap auf dem 22. südlichen Breitengrad im heutigen Namibia ging er schließlich an Land. Für Seelöwen und Pinguine war das Land ein Paradies. Doch in dieser kargen Landschaft kamen die Männer nur schwer an jagdbares Wild. Vor allem fehlte das Wichtigste: Trinkwasser. Schließlich musste Diogo kaum die Aussichtslosigkeit seines Unternehmens einsehen und errichtete seinen letzten Wappenpfeiler. Die Nachbildung hat dieselbe Inschrift wie das Original. Es war 6681 Jahre nach der Erschaffung der Welt und 1484 Jahre nach der Geburt unseres Herrn Jesu, dass unser ruhmreicher und mächtiger Herrscher, König Johann II., dieses Land in Besitz nahm und als Zeichen seines Anspruchs diesen Wappenpfeiler durch den edlen Diogo Cão errichten ließ. Dann gab er den Befehl zum Aufbruch und ließ die Segel setzen. Kurs Lissabon. Auch wenn Diogo Cão nicht bis zum südlichsten Punkt Afrikas kam, waren seine beiden Reisen alles andere als ein Misserfolg. Schließlich war er 1500 Meilen weiter nach Süden vorgestoßen. Als Johann II. Von dem Ergebnis der Reise hörte, war er zwar enttäuscht, doch seine Zuversicht, dass die lange afrikanische Küste bald ein Ende nehmen musste, war ungebrochen. Joan Barouch berichtet: Die letzten Reisen bestärkten sogar die Hoffnung des Königs, den Seeweg nach Indien doch noch zu entdecken. Generationen von Kapitänen waren immer weiter nach Süden vorgestoßen. Nun konnte die Südspitze des schwarzen Kontinents doch nicht mehr weit sein. Er ließ 2 Schiffe von 50 Tonnen ausrüsten. Dazu 2 kleinere, die ausschließlich Nahrungsmittel und Trinkwasser transportieren sollten. Denn viele Expeditionen zuvor waren daran gescheitert, dass der Proviant zur Neige ging. Ende August 1486 stach die kleine Flotte in See. Das Kommando übergab der König Bartolomeu Dias, denn sein Höfling hatte einen Großteil der afrikanischen Küste auf einer früheren Reise bereits kennengelernt. Schon 6 Monate später erreichte Dias mit seiner Flotte die Küste von Namibia. Eine Bucht, in der es von Seelöwen und Walen nur so wimmelte, nannten sie die Walfischbucht. Je weiter sie nach Süden kamen, desto unwirtlicher wurde die Küste. Sie erreichten die Namib, eine der trockensten Wüsten der Erde. Dünen ragten wie Berge in den Himmel. Selbst in ihren kühnsten Träumen hätten die Männer sich die atemberaubende Schönheit dieser Landschaft nicht vorstellen können.
So beeindruckt sie auch waren, die Namib war eine Gefahr, denn hier gab es keine Möglichkeit, die Vorräte aufzufüllen. Doch es kam noch schlimmer. Plötzlich frischte der Südwestwind auf und entwickelte sich schnell zu einem starken Sturm. Selbst die großen Karavellen kamen nicht gegen ihn an. Etwa auf dem 29. Breitengrad suchten sie vor der Küste Schutz. 5 Tage wurden sie festgehalten. Doch es bestand die Gefahr, dass die Schiffe an Land gedrückt wurden und strandeten. Schließlich traf Bartolomeo Dias eine kühne Entscheidung. Er ließ die Segel setzen und fuhr aufs Meer hinaus. Ein waghalsiges Abenteuer. Jean Barros schreibt: Das schlechte Wetter hielt an. 13 Tage lang war sein kleines Schiff ein Spielball der tosenden See. So trieben sie immer weiter nach Süden. Als der Sturm dann endlich abflaute, nahmen sie wieder Kurs auf die Küste und segelten nach Osten, denn sie glaubten, dass auch hier die Küste in Nord-Süd-Richtung verlief. Doch selbst nach Tagen bekamen sie kein Land in Sicht, und so drehten sie ab und segelten nach Norden. Sie landeten in einer Bucht, die sie Vaquerush, Kuhhirten, nannten, denn hier gab es Stämme, die besonders viele Rinder besaßen. Die Männer wagten es kaum auszusprechen, aber es sah so aus, als hätten sie Afrikas südlichsten Punkt endlich umrundet. Sie erkannten, dass die Küste nicht mehr nach Süden, sondern nach Osten verlief. Aber ganz sicher waren sie sich nicht. Nachdem sie einige Tage vor Anker gegangen waren und sich mit Vorräten eingedeckt hatten, setzten die Schiffe die Reise fort. Nun begann die Küste abermals einen anderen Verlauf zu nehmen, nach Norden. Aus der Vermutung wurde Sicherheit. Nach Jahrzehnten der Fehlschläge war endlich der entscheidende Schritt zur Entdeckung des Seeweges nach Indien getan. Bartolomeo Dias konnte es kaum erwarten, weiter zu segeln, doch die erschöpften Männer protestierten. Nach langen Diskussionen gab er nach und befahl, Kurs auf Lissabon zu nehmen. Enttäuscht dachte Bartolomeo Dias an die vielen Gefahren, die er mit seinen Männern bestanden hatte. Was hatten sie doch auf sich genommen? Und nun war es ihnen nicht vergönnt, den letzten Schritt zu tun, der doch zum Greifen nah schien, den lang gesuchten Seeweg nach Indien zu entdecken. Auf ihrem Rückweg kamen sie an einem Kap vorbei, dessen Felsen weit in den Himmel aufragten. Es war den Männern wie eine Verheißung, wie ein Meilenstein zur Entdeckung neuer, ferner Welten. Bartolomeo Dias nannte dieses gigantische Naturmonument, vor dem Stürme die See zu turmhohen Wellen aufpeitschten, das Kap der Stürme. Das letzte wichtige Teil im großen Puzzle war gefunden. Über 70 Jahre nach dem ersten Vorstoß nach Afrika hatten die Portugiesen endlich den südlichsten Punkt des schwarzen Kontinents erreicht. König Johann II. Taufte später dieses Kap um. Weil es die Entdeckung des lang gesuchten Seeweges nach Indien versprach, nannte er es das Kap der guten Hoffnung. Es sollte aber noch ganze 9 Jahre dauern, bevor Vasco da Gama für König und Vaterland nach den Reichtümern Indiens griff. Warum sich Johann II. So viel Zeit bei der Entdeckung des Seeweges nach Indien ließ, kann in der Historischen Gesellschaft von Lissabon João Paulo Costa erklären. It seems a long time between the voyage of Bartolomeo Dias and the voyage of Vasco da Gama. Die Zeit zwischen der Reise von Bartolomeo Dias und dem Aufbruch von Vasco da Gama erscheint lang. Doch der König musste viel bedenken. Er verfolgte auch nicht das alleinige Ziel, den Seeweg nach Indien zu finden. Im Zentrum seiner Politik stand Afrika. Er versuchte dort, neue Allianzen zu knüpfen, die Menschen für das Christentum zu gewinnen und neue Handelsstationen zu errichten. Die wichtigste Basis von allen war nach wie vor El Mina. Ende
Ende der 80er Jahre des 15. Jahrhunderts ließ König Johann II. Eine weitere Festung und Poststation am Senegalfluss errichten. Und weiter im Osten, im Golf von Guinea, nahmen seine Gesandten Kontakt mit dem König von Benin auf. Ein Freundschafts- und Handelsabkommen wurde geschlossen, das auch den Weg nach Süden sicherte. Portugal hatte sich schließlich an 5 Stellen des schwarzen Kontinents festgesetzt. Um seine Macht auf Dauer zu sichern, musste es diplomatisch sein. John II. Had really an African policy. It means that it was not a colonization. Das Ziel Johanns II. War nicht die Kolonisierung. Er wollte verlässliche und starke Verbündete. Es hat den Anschein, als hätte er erkannt, dass es zu jener Zeit wegen des Klimas unmöglich für die Europäer war, sich auf Dauer in Afrika anzusiedeln. Er wollte Allianzen auf gleichberechtigter Basis schaffen, Bündnisse mit den Königreichen der Schwarzen. Das war wirklich afrikanische Politik. Der König schuf aber nicht nur Bündnisse mit den Afrikanern und baute die Handelsstationen aus, er versuchte über Indien, das Ziel seiner Flotte, so viel wie möglich herauszubekommen. Zur selben Zeit, als Johann II. Bartolomeo Dias über das Meer schickte, sandte er Pedro de Covilha und Alfonso de Paiva auf eine Landexpedition. Der eine sollte sich an den Indischen Ozean durchschlagen und der andere nach Äthiopien. Der König sammelte so viele Informationen wie möglich, bevor er eine Flotte auf den gefährlichen Weg in den Indischen Ozean schickte. Alfonso de Paiva kam auf seiner gefährlichen Reise ums Leben. Dagegen schlug sich Pero de Covilha ganz bis nach Indien durch. Von dort schickte er dem König seinen Bericht, doch niemand weiß, ob der jemals angekommen ist. Aufgrund der Art und Weise, wie sich Vasco da Gama später in Indien verhielt, glaube ich, dass Covillas Berichte nicht angekommen sind. Covilha beschrieb Indien nämlich als Land der Hindus, das nie christianisiert werden könne. Es gab diese Aufzeichnungen, aber wo sie geblieben sind, ist eines der großen Rätsel jener Zeit. Es gibt noch viele andere Rätsel. Auch der Historiker Francisco Contente Dominguez beschäftigt sich mit dieser Ära. Leider wissen wir nicht sehr viel über die Schiffe des späten 15. Jahrhunderts. Wir können nur Rückschlüsse aus späteren Konstruktionen ziehen. Mit einigen Angaben aus anderen Quellen können wir die Schiffe von Vasco da Gama und Bartolomeo Dias aber rekonstruieren. Technische Zeichnungen gibt es aber nicht. Ich arbeite mit einer Abhandlung über Schiffskonstruktionen, die aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt. Es müssen sehr robuste Schiffe gewesen sein. Die portugiesische Karavelle war eines der bemerkenswertesten Schiffe des 15. Jahrhunderts. Es wurde nicht nur von Portugiesen selbst, sondern auch von Ausländern wie dem Venezianer Cadamosto gesegelt. Ein klares Indiz dafür, dass dieses Schiff vor allen anderen das hochseetüchtigste war. Doch es war für eine so lange Reise wie nach Indien einfach nicht groß genug. Es hatte nicht die Kapazität, die Crew lange genug zu versorgen. Vor allem das Trinkwasser braucht sehr viel Stauraum. Es war also notwendig, ein anderes Schiff zu entwickeln. Ein Frachtschiff, das nicht nur Lasten transportieren konnte, sondern auch den Proviant der Crew. Doch große Schiffe hatten ebenfalls Probleme. Bartolomeo Dias bekam heraus, dass es unmöglich war, das Kap direkt unter Land zu umrunden. Was später, zwischen 1488 und 1497 geschah, wissen wir nicht. Vielleicht hat es weitere Reisen gegeben. Schiffe, die den Auftrag hatten, Strömungen und sonstige physikalische Bedingungen im Südatlantik zu erforschen. Doch eigentlich wissen wir darüber gar nichts. Tatsache ist, Anfang der 90er Jahre des 15. Jahrhunderts waren alle Vorbereitungen getroffen.
Wir glauben, dass der König Ende 1492, Anfang 1493 alle nötigen Informationen hatte, um seine Flotte loszuschicken. Zudem kontrollierte er Nordafrika und es gab Frieden mit Spanien. Alles war gut vorbereitet. Doch dann traf eine Nachricht ein, die große Verwirrung stiftete. Christoph Kolumbus behauptete, er hätte Asien entdeckt. Dabei war er nicht nach Osten, sondern nach Westen gesegelt. Kolumbus irrte, doch die Annahme, dass dieser Kapitän des spanischen Königs den Seeweg nach Asien gefunden hatte, nahm der Nachbarstaat und Konkurrent Portugals zum Anlass, nach den Ländern jenseits des Atlantiks zu greifen. Nun musste Johann II. Die Weiten des Ozeans mit dem König von Spanien teilen. Spanien und Portugal begannen, über die Teilung des Atlantiks zu verhandeln. Wie stets bei solchen wichtigen Entscheidungen wurde der Papst gebeten, ein Urteil zu fällen. Papst Alexander VI. Schlug vor, dass Portugal und Spanien ihre Machtsphären durch eine Linie von Pol zu Pol, 100 Leguas, etwa 600 Kilometer westlich der Azoren, teilen sollten. Johann II. Brachte dann die Verhandlungen ohne die Vermittlung des Papstes zum Abschluss. Sehr überraschend stimmte der spanische König zu, die Grenze nicht 100, sondern 370 Leguas westlich der Azoren zu ziehen. Warum die Spanier diesem Vertrag zustimmten, ist eines der großen Geheimnisse des 15. Jahrhunderts. Der Vertrag von Tordesillas sicherte Portugal, als später Südamerika entdeckt wurde, Brasilien. Durch die Einigung mit Spanien war nun der Weg nach Indien endlich frei. Niemand konnte Portugal die Ansprüche mehr streitig machen. Doch den Vorstoß ums Kap der guten Hoffnung erlebte der König nicht mehr. Schon während der Verhandlungen mit Spanien war Johann II. Sehr krank gewesen. Bereits ein Jahr später starb er. Obwohl er die Früchte seiner Arbeit nicht mehr ernten konnte, hat er, wie